Ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, kann es sein, dass du zwischendurch vielleicht eine kleine Schreibblockade hattest, sowas in der Art? Oder du thematisierst ja selber auch auf dem Album, mein Gott, was sind das für Themen in dem einen Track, ne? Ich meine, der... Für Themen, Faith, du solltest dich schämen, du bekommst vor der Tür Schläge. Ja, ja. Ich habe gerappt, habe ich immer, dann hatten wir neues Studio-Equipment, daran lag es eventuell auch mal. Bitte? Handy im Interview kostet eine Kiste. Achso, echt scheiße. Ja, war ja noch nicht ganz eine halbe Kiste. Sixpack machen wir draus. Also, neues Equipment. Da war da irgendwie scheiße mit dem da reinkommen und so. Das war schon mal scheiße, fand ich schon mal scheiße. Obwohl es jetzt doch cool ist. Und ich habe mich ja immer selbst aufgenommen und dann haben wir ein neues Programm und so da reinfinden. War schon mal behindert, so. Geht mir auch um den Sack und so, weißt du. Das so fing das ungefähr an. Ja, was war nochmal die Frage? Ich vergesse dazwischen. Also die Themenfindung und vor allen Dingen... Die Themenfindung sind dieselben Themen wie immer, weißt du? Alle sind scheiße, ich bringe euch alle um. So, davor hatte ich aber noch ein paar andere Themen, so, die habe ich mal versucht, das war alles scheiße, so, weißt du? Das war halt doch cool so, es hatte auch Qualität, aber es war irgendwie scheiße, so, weißt du? Ging uns irgendwie auf den Sack. Warum? Ich weiß ich auch nicht, warum. Hast du dich selbst so unter Druck gesetzt oder fühltest dich unter Druck gesetzt irgendwie, dass du Themen angegangen bist, wo du nachher gedacht hast, so, das ist vielleicht, ich meine, ich hab halt Themen so, die greift man mal so auf oder man interessiert sich einfach mal für Sachen so, weißt du, die nicht unbedingt Rap sind so, weißt du, dann macht man da was eigentlich, das ist doch scheiße gewesen. Dann dachte ich mir, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach genau dieselbe Scheiße wie vorher, nur halt ein bisschen cooler, anders, ein bisschen erwachsener, ein bisschen strukturierter so, was auch gut ist so, ich finde das echt gut geworden so, weißt du. Ist auch irgendwie was Neues dabei schon, das Album ist nicht genau dieselbe Scheiße so, weißt du, aber der andere Müll, den ich halt gemacht habe, war alles scheiße. Ja, ich wollte auch sagen, man könnte ja jetzt böse sein und ich habe das auch in der Juice gelesen, in einem Interview, was du mit der Shirin geführt hast, da hast du auch gesagt, ja, im Grunde genommen genau die alten Sachen, ich bin halt nur ein bisschen älter geworden. Ja. Habe ich mir spontan... Das macht viel ausmacht, also es ist nicht nur so, die alte Scheiße, ich bin ein bisschen älter geworden, das macht schon viel aus, so. Also ich finde, das ein bisschen älter geworden, das darf man nicht unterschätzen, so. Es ist ja auch was passiert. In der Zwischenzeit. Da ist viel passiert, auf jeden Fall. Worauf willst du hinaus? Du bist beispielsweise Vater geworden. Echt? Ach ja, hab ich schon vergessen. Scheiße, ich bin ja Vater geworden. Also mindestens einmal. Deswegen hat die komische Perle bestimmt gerade angerufen. Wahrscheinlich schon wieder Vater geworden, zwischendurch während des Interviews. Ja, ich bin Vater geworden, genau. Ich habe jetzt eine Tochter und ja, ich bin natürlich immer noch derselbe, weißt du. Es hat nur den Anschein, also ein bisschen in die Gesellschaft rein mogeln wieder so, damit auch das Jugendamt einen in Ruhe lässt, so, weißt du. Hier bin ich natürlich immer noch derselbe. Ich gebe mich nur ein bisschen anders zwischendurch, mal wenn es sein muss, weißt du, aber naja. Also, wie viel Christoph Alex steckt denn dann wirklich in Favorite? Ist eigentlich dasselbe. Das kann man auch auf jeden Fall auch in die Schublade packen, Christoph Alex in Favorite, aber eigentlich, wenn man sie mal rausholt, so, weißt du, ist es eigentlich dann dasselbe wieder. Mhm. Ja? Also der Faith, der muss man schon raushängen lassen manchmal, ist ein Ventil, würde ich sagen, aber es ist trotzdem Teil von mir, es ist halt eine Art, wie ich damit umgehe, ist Faith. Eine Art, wie ich das Ventil Christoph Alex da was rauslässt, lässt ihn dann, das kann man Faith nennen, weißt du, aber im Endeffekt ist alles ich so. Ne? Also diese Künstlerfigur, sagen wir mal, diesen Harlekin. Es ist jetzt eine Künstlerfigur geworden, früher war es gar nicht so sehr. Ich finde aber schon, dass ich das jetzt so ein bisschen so eine Künstlerfigur mache, da jemanden vorschicke oder was so. Trotzdem erfinde ich da jetzt nichts Neues oder ist nur Fantasie oder so, so ist es auch nicht, weißt du, ist jetzt kein Fantasiegebilde oder so. Oder irgendeine Märchenfigur, weißt du, ist halt immer noch ich, aber halt durch einen gewissen Filter, durch ein paar Filter und so und durch halt, ne, das ist halt einfach die Sau raus, so, weißt du. Fällt es nicht auch leichter, wenn man so wie du jetzt ja auch zumindest angedeutet hast, diese Kunstfigur auch ein bisschen vorschiebt, fällt es dann nicht auch manchmal leichter, Kritik an der Kunstfigur abprallen zu lassen, die sich nicht ganz so persönlich... Ich kann mit Kritik sowieso sehr gut umgehen. Von daher ist halt für mich scheißegal so, weißt du, ob man mich kritisiert oder Faith so, also man kann das schon so machen, wenn man mit Kritik nicht klarkommt, aber das brauche ich gar nicht. Hm. Lass uns doch mal ein bisschen weiterlatschen und gucken, was Essen uns hier noch so zu bieten hat. Enten füttern gehen oder sind sie noch irgendwo wild? Rentner schubsen? Ja, Rentner schubsen, ja. Sogar die Rentner haben keinen Bock auf die langweilige Scheiße hier. Hast du eigentlich vor den Rapper-Millionen eigentlich auch mal einen vernünftigen Job gehabt? Ich habe mal ein Jahr lang in einem Mädchengymnasium gearbeitet, als einziger Junge. Kein Scheiß, da war ich 17 oder was, ja. Im Sekretariat habe ich da gearbeitet, habe da ausgeholfen, so, weißt du, ein Jahr. Genau, in Hahn im Korb war ich da, ja. Das ist ja auch ein cooler Job, weißt du, deswegen habe ich es auch gemacht. Ja. Sonst habe ich da schon mal irgendwie gearbeitet, ey? Das will ich lügen, ey. Ich glaub nicht. Nee. Und gibt's da irgendwelche
Ich meine, Mädchengymnasium. Da gibt es doch sicherlich noch irgendwelche überkrassen Storys. Ich habe mal bei Hellweg, so im Baumarkt, ne? Ja. Wollte ich mal arbeiten, habe so Probearbeit gemacht, ne? Und dann, ich habe erstmal da was unterschrieben, für 2 Monate allerdings nur. Weil das gerade so von Sommer auf Winter rüberging. Da habe ich da Probearbeiten gemacht, ne? Aber vorher schon alles ausgefüllt und so. Probearbeit war scheiße. Ne, die meinten, ich soll dann nach dem Unterschreiben direkt da mal arbeiten ein bisschen. Ja. Weil ich da so scheiße bin ich gegangen nach einer Stunde. Und dann haben die mir trotzdem aber die beiden Monate, kam die Kohle, also die 400 Euro Basis war das, haben die mir die Kohle trotzdem überwiesen, aber das nicht gecheckt, Alter, das ist ja gar nicht mehr wahr. Und von daher, ja, musste ich da auch nicht arbeiten, Kohle trotzdem bekommen. Das ist natürlich nicht das Schlechteste. Das habe ich einfach nie was gemacht. Ne? Hoffen wir, dass es verjährt ist, weil... Kann man da, weiß ich nicht. Ja, ist glaube ich schon, ist schon, ja, wie alt war ich da? Ist schon ein paar Jahre her, ja, auf jeden Fall. Sechs, sieben Jahre. Ja, okay. Ja. Dann sollen sie sich einfach an deine alte Adresse wenden, ne? Ja. An die alte. Genau, ja, richtig. Ja. Ich hab mal umgezogen. Ich bin an die Mietnormale, Spaß. Du bist jetzt vor kurzem mal wirklich mal umgezogen, wegen deiner Tochter auch irgendwo. Ja, genau, ja, sehr. Ich wohne hier in der Nähe, weißt du, jetzt wo wir gerade sind hier, weil hier ist schön ein bisschen so, hier kann man, glaube ich, ein Kind großziehen. Da, wo ich vorher gewohnt habe, das war einfach gar nichts, weißt du, so, das hat schon, kann man sagen, Ghetto, weißt du. Ja. Das war ja mir auch scheißegal so, aber dann, wenn man eine Tochter bekommt, so gerade eine Tochter auch noch, weißt du, so, da muss man schon mal ein bisschen so gucken, ob man das nicht irgendwie anders macht. Ganz ehrlich, was hättest du dir eigentlich lieber gewünscht, einen Sohnemann oder eine Tochter? Ja, ich hätte natürlich erst das Bild von einem Sohn, so, weißt du, aber ist jetzt scheißegal. So. Ja, was ich mich immer frage, ist so die Sache bei einer Tochter. Ja. Wenn die irgendwann mal mit einem Typen ankommt, hast du dir, ich meine, seine Tochter ist jetzt 4 Monate alt im Moment, das liegt dir da noch ein bisschen in weiter Ferne, aber hast du dir da mal Gedanken drum gemacht, so in die ferne Zukunft? Nee, noch nicht so richtig. Also wird auf jeden Fall viele spannende Sachen werden auf mich zukommen, würde ich sagen. Das mit dem Freund gehört auch dazu, weißt du. Aber na, ich bin auch cool, weißt du. Ich bin ein cooler Daddy eigentlich. So, wenn er in der Lage ist, auf meine Tochter aufzupassen und kein Larry ist, so, weißt du. Soll auch nicht zu Ghetto sein, so. Am besten so wie ich. Dann ist er cool.